moderne Aus- und Fortbildung in der Thüringer Polizei weiterentwickeln. So der Titel des Antrags von Rot-Rot-Grün. Der Titel impliziert, dass es bereits eine moderne Ausbildung in der Thüringer Polizei gibt und dass man diese jetzt weiterentwickeln möchte. Eine Forderung des Antrags ist, dass die elektronische Aus- und Fortbildung über eine polizeiliche E-Learning-Plattform beschleunigt vorangetrieben werden soll, um ein zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten von dienstlichen Endgeräten zu ermöglichen. Und dazu möchte ich ein Statement vortragen. Zitat: Über eine Beschleunigung der Digitalisierung innerhalb der Thüringer Polizei wären wir a. sehr erstaunt, aber b. noch viel mehr erfreut. Dieses Statement kommt von der GdP, der Gewerkschaft, die Sie gerade nannten, nämlich der Gewerkschaft der Polizei. Und nahezu alle Anzuhörenden zu diesem Antrag haben ähnliche Statements abgegeben. Da will ich dazu sagen, da passt auch das, was wir gerade zum Thema Messenger diskutiert haben. Sicher haben Sie 2018 da schon mal einen Antrag gemacht. Aber meine Damen und Herren, damals hatten Sie auch ohne Hilfe der CDU die Mehrheit und es ist nichts draus geworden, es ist bis heute nichts draus geworden. Also insofern sollten Sie sich da nicht allzu sehr feiern. Und wenn Sie sich heute für diesen Antrag feiern, dann möchten wir auch von der FDP-Fraktion aus dazu sagen, dieser Antrag ist nicht nur ein Armutszeugnis der bisherigen Landesregierung, er beinhaltet Forderungen, die seit Jahren von den Gewerkschaften kommen und die auch die FDP seit Jahren stellt. Und leider ist Ihr Antrag dazu auch noch unvollständig. Das hat ebenfalls die Anhörung ergeben, denn in dieser war der Änderungsantrag der FDP Bestandteil. Ein Antrag, der zusätzlich forderte einen prüfungsfreien Aufstieg, Tarifbeschäftigte zur Entlastung bei Büroarbeiten, eine Intensivierung der Zusammenarbeit bei den Bachelor- und Masterstudiengängen mit anderen Bundesländern, die dringliche Sanierung der Unterkünfte am Bildungszentrum bis Ende 2021 und die umgehende Einrichtung eines polizeiinternen Messenger-Dienstes, wir hatten es gerade, und die ausreichende Beachtung der Abbruchquote bei der Einstellung von Anwärtern. Meine Damen und Herren, zwischen dem Einreichen dieses Antrages und heute liegt ein Dreivierteljahr, 9 Monate, in denen CDU und Rot-Rot-Grün die Möglichkeit hatten, die Ernsthaftigkeit dieser Vorhaben zu untermauern, nämlich im Haushalt 2021. Da scheitert es aber schon bei der Erhöhung der Ausbildungsstellen. Hier wurden zwar 50 Stellen mehr eingeplant, aber Sie, CDU und R2G, haben nur Geld für 16,67 Stellen eingeplant. Auch mangelt es an Mitteln für die beschleunigte Digitalisierung, die Verlängerung der Ausbildung oder an ausreichenden Mitteln für eine Supervision. Dafür gibt es einen neuen Fachbereich Sozialkompetenz, in den immer noch sanierungsbedürftigen Ausbildungseinrichtungen und eine Werbekampagne für mehr Diversität bei der Polizei. Meine Damen und Herren, auch hier muss ich wieder erwähnen, nehmen Sie die Ergebnisse der Anhörungen ernst. Hören Sie auf das, was die Experten, was diejenigen fordern, die mit ihren Entscheidungen leben und arbeiten müssen. Und deshalb nehmen Sie auch unseren Änderungsantrag an. Und nun zu Ihrem Änderungsantrag, den Sie hier und heute allen Ernstes wenige Minuten vor Beginn dieses Tagesordnungspunktes eingereicht haben. Nebenbei gesagt, 288 Tage, Sie haben selber die Zahl genannt, nachdem Sie selber Ihren eigenen Antrag eingereicht haben. Brauchen Sie 288 Tage, um kurz vor Beginn dieses Tagesordnungspunktes einen solchen Änderungsantrag zu bringen? Das ist eine Frechheit gegenüber allen Kollegen und es ist vor allem eine Frechheit gegenüber den Polizisten in Thüringen, meine Damen und Herren. Und da will ich auch Ihnen sagen, nämlich vor dem Hintergrund, da steht ja auch was drin über Supervision, übrigens vor dem Hintergrund, dass wir schon in der Diskussion in den vergangenen Monaten gesagt haben, dass 100.000 Euro eben dafür zu wenig sind. Nein, ich habe nicht so viel Redezeit. Dass eben 100.000 Euro zu wenig sind. Ich wollte Ihnen nur den Satz ausreden lassen, Herr Abgeordneter Bergner. Ja, ich hätte sonst gefragt. Zwischenfrage für Herrn Abgeordneten Dittes. Entschuldigung, Frau Präsidentin, mir läuft bloß wirklich die Zeit davon. Wir hatten Ihnen gesagt, die 100.000 reichen nicht. Und dann muss man sagen, 15.000 Euro brauchen Sie für die Ausbildung eines Supervisors. Und dafür bekommen Sie Diversität und Sozialkompetenz. Und am Ende bleibt heute hier bei Ihrem Änderungsantrag nur ein Pilotprojekt. Man kann nur hoffen, meine Damen und Herren, dass Sie dafür
nicht so lange brauchen, wie sie für die Digitalisierung der Polizei brauchen. Wieder Stichwort Messenger. Und ich will zum Ende meines Vortrags kommen. Ausbildung in Thüringen ist dann attraktiv, wenn der Job danach auch attraktiv ist, und daran mangelt es. Dankeschön.